Begrüßung, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Scribblenauts Unlimited. Ich habe hier eine magische Klobürste erschaffen und wir sind immer noch in den Abjad-Dünen, so hießen sie, glaube ich. So, was willst du hier? Nichts. Ich muss mein Königreich mit diesem Wandeltrank. Dazu brauche ich 3 weitere giftige Zutaten. Okay, Asbest. Aber Asbest ist doch giftig. Was habe ich hier hingelegt? Eine Kaktusfeige. Kaktusfeige. Fliegenpilz. Muss ich die in den Topf tun? Wahrscheinlich. Und dann noch, da gab es doch dieses eine leuchtende, ich glaube Phosphor war es, Phosphor? Okay, dann halt nicht giftig genug. Etwas Giftiges. Was kann denn giftiger sein als Gift? Ich weiß nicht, was mit diesem Dude los ist, weil ich kann dem ja auch irgendwie gerade nichts geben. Ich bin mir gerade absolut unsicher, was hier los ist. Also irgendwie... Ich hab den doch einen Fliegenpilz, einen Phosphor und einen... Nee, Phosphor war, glaube ich, nicht so ganz giftig. Gift ist aber auch... Hä? Irgendwie... Keine Ahnung. Vielleicht brauche ich ja irgendwas Exotischeres wie eine Giftschlange. Und eine Giftspinne. Oder... Moment, die heißen Vogelspinne. Vogelspinne. Die sind, glaube ich, giftig. Schlecht. Okay. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, was gerade passiert ist. Also gucken wir mal, wer war hoch ist. Eine Stoppuhr. Großer, schmächtiger Hochplateau, okay. Ich kann dem Pharao kein Monument mit bloßen Händen bauen, sagte der Steinmetz. Und was sagt der Pharao? Nicht. Ja, dann nimm halt einen Meißel. Dürfte ja genug sein. Ja! Steinartiger Pharao. So, was will der Pantomime von mir? Ich muss einen Sandwurm finden. Sie werden von Geräuschen angezogen. Da brauchst du einen Ghetto-Blaster. Gewürz. Gewürz. Okay. Was gibt's hier? Beschütze das Dorf vor dem räuberischen Banditen. Beschütze das Dorf vor den räuberischen Banden, okay. Ah! Mit der Felsen will nichts von mir, will das Kamel was von mir? Nee. Hab ich aber auch noch ein paar Splitter? Ja, 4. Und da vorne steht schon einer.
Meine Statue ist etwas leblos. Willst du helfen? Ja, klar doch. Okay. Bankräuber. Hilf mir, eine Seuche zu beschwören, um diesen Grabräuber zu verscheuchen. Gab es da nicht was, das Heuschreckenseuche über Ägypten ausgebrochen ist? Hier, Heuschrecken. Okay. Pff, hat geklappt. Sterben die jetzt alle? Okay, Bildhauer, Man. Nein, ich will nicht in das Grab von Onomoto Paiba. Noch nicht. Hier gibt es noch immer Dinge zu tun. Und wo ist die Musik hin? Ah, hier oben. Hier oben ist noch was. Oh, das ist ein Bruder. Hilf mir bei diesem Rätsel. Was ist am Morgen 4 Physik, am Mittag 2 Physik und am Abend 3 Physik? Ja, Chase. RIP. Du kannst jetzt Maxwells Bruder Chase spielen. Yo, hallo Chase. Ist hier oben noch irgendwas? Ja, der Dude dort möchte was. Wie kann ich dir helfen? Meine Wettermaschine ist kaputt. Ausrufezeichen. Hilf mir, den Meteorologen mit seltsamem Wetter zu beeinflussen. Meine Wettermaschine ist kaputt. Analysat. Aber meine Hackfleischwolke ist noch da. So, und jetzt brauchen wir nur noch das Stairride von hier. Und dann sind wir hier in den Abjad-Dünen auch durch. Ich finde es aber interessant, wie viele Brüder Maxwell eigentlich hat, weil irgendwie hat er... Lily ist bis jetzt die einzige Schwester, die er hat. Jo, Kumpel. Wir beschützen das Dorf vor den räuberischen Banden. Die Botin der Banditen sagt, dass ihre Bande die Ernte des Dorfes plündern wird. Maxwell muss Hilfe rekrutieren. Rekrutiere jemanden, der unser Dorf verteidigt. Oh, okay, gut. Hat geklappt. Der Ingenieur unterstützt nun das Dorf. Hilf ihm, Festungsbauten für den Ort zu erstellen. Warum ist der Drache so aggressiv? Ach, egal. Scheiße, ich muss das Ding löschen. Okay. Samurai. Ingenieur. Baue Befestigungsanlagen für. Palisaden. Dann halt ein paar Siegersade.
Holz. Wir brauchen eine Konstruktion, die den Feind abhält. Welche Überraschung? Vielleicht eine andere Palisade? Zeige den Bewohnern als nächstes, wie man kämpft. Rekrutiere jemanden, der das kann. Wie man kämpft. Jemanden, der das kann. Dort jemand, der kämpfen kann. Ja, das war wohl ein Fehlschlag. Also darüber gehen wir jetzt auch nicht mehr ein. Oh Gott. Nee, ich probiere jetzt erstmal selber. Ein Offizier. Da, dann gebe ich das mal genauso ein. Offizier. Ja, geil. Rekrutiere nun jemanden, der das Lager des Gegners infiltrieren und ausspionieren kann. Natürlich. Was kann besser spionieren als ein Spion? Ein Agent natürlich. Okay, tschüss. Starte Maxwell endlich mit einer Waffe aus. Das ist zu groß. Ich bin aber nicht Maxwell, ich bin Mox. Stadtwechsel. Eine Waffe. Da habe ich doch was mit meinem Rucksack. Sie kommen. Wüstenräuber ist fertig. Level vervollständigt. Weiter. So, und jetzt gehen wir mal zurück nach dort hüben, wo ich den Namen immer vergesse. Ja, in Staubbürstenschluchtland. Weil dort gab es ja noch den einen Eingang, wo wir nicht lang gegangen sind. Ja, hier. Unterstrichmine. Auf in die Unterstrichmine. Schütze mich vor tödlichem Gas. Natürlich hilft er nur seine Gasmaske.
Jo, wie kann ich dir helfen? Diese Pilze brauchen ein Adjektiv, um sie schmackhafter zu machen. Lecker. Leckere. So. Du kannst jetzt Maxwells Bruder Hector spielen. Ach, du bist Hector. Hallo Hector. Oh. Du hast genügend Steroids gesammelt, um die neue Welt freizuschalten. Geh mit den Steroids, die du bisher gesammelt hast, zu Lilly auf den Bauernhof. Tja. Wir mussten nicht mal die gesamten Wüstengebiete abschließen. Aber gehen wir mal zu Lilly. Und dann ging es mir wieder gut. Das Glühen kam nicht vom Starride, sondern von jeder guten Tat, die Maxwell vollbracht hatte, um mich zu retten. Jede einzelne gute Tat hatte geholfen. Papa merkte, dass wir sauer auf ihn waren. Es ist ganz schön gemein, die eigene Tochter in Stein zu verwandeln. Er sagte, dass wir herausfinden mussten, wie schwer es einem im Leben ergehen kann, selbst mit besonderen Fähigkeiten. Er sagte auch, er habe gewusst, dass wir es schaffen würden, da wir ja seine Kinder seien. Schließlich verziehen wir ihm, aber erst nachdem wir uns revanchiert hatten. Wir nahmen seinen Stock und wendeten ihn auf seine Unterwäscheschublade an. Von da an setzten wir unsere Kräfte für diejenigen ein, die solche nicht besaßen. Wir hatten eine Menge Spaß. Also Kinder, behandelt andere immer so, wie ihr selbst behandelt werden möchtet. Denn nicht jeder hat einen Bruder mit einem magischen Notizbuch, das einen retten kann. Aber ich bin froh, so einen zu haben. Und so endet unsere Geschichte. Ja, das war Scribblenotes Unlimited. Aber wie gesagt, ich werde alle Starrets zeigen, sogar die Objektsplitter. Wo ich ja einige aus Versehen aktiviert habe, in denen ich, naja, in denen ich normale Dinge geschrieben habe. Oh, hallo Cthulhu. Okay. Rage quit. Table flip. Boah, das sind coole Flügel. Hätte ich auch gerne. Warum schwebt der? Hundis. Porte. Ja. Oh, okay. Sehr gut.
Ich bin gerade irgendwie ziemlich ruhig. Ich weiß aber irgendwie, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Es wird ja noch weitergehen. Es wird weitergehen. Oh, Graffiti. Auf der Insel hier waren wir noch nicht. Aber, naja, da kommen wir auch noch hin. Aber, naja, wir haben irgendwie... Wir haben nicht mal alle Welten abgeschlossen. Das... Ich bin immer noch der Meinung, dass 70 es dabei jetzt auch noch in Ordnung werden. Weil 60 von... 163 waren es, glaube ich. Das ist schon ziemlich wenig. Oder waren es 123? Ich weiß es gerade nicht. Ah, Guitar Hero spielen. Ich sehe. Moment, ich guck mal nach, wie viel das waren. Oder? Kann ich das? Ja, ich kann es. Gucken wir mal nach. Wie viele Starbites gibt es? Es gibt... Mal bitte. Hole alles. Ja, es gibt 106. Ja gut, das ist dann ist 60 schon akzeptabel. 106. Aber trotzdem kommt mir das so wenig vor, weil wir haben ja noch einen Großteil der Level überhaupt nicht gesehen. Oh nein, ein Fliegenpilz. Oh. Was kann ich sonst noch so über das Spiel sagen? Es macht mir auf jeden Fall Spaß. Es ist... Man kann ziemlich kreativ sein. Auch wenn... Naja, manchmal die Dinge ein bisschen... seltsam wirken. Kann man auch die Entwickler rufen? Terry Godfrey, sehr viele Godfreys hier. Da noch Gross, Dennis Rachel, Rip, okay. Robin English, Liberty and Justice for All, okay. So ist es also. Gordon und Susan Christen. Ich denke zu eurer Moms, aber das ist our friends and family. Ja, es hat nicht so lange gedauert. Aber naja, wie gesagt, es wird weitergehen. Ich. Ja, der regnende Mensch hier. Das beschreibt meine Gefühle gerade sehr gut. Naja. Ich bin aber echt überrascht, dass das schon so schnell ging. Ich habe ja ausgerechnet, dass ich eigentlich bloß noch die Starrites im Wüstengebiet komplett holen müsste. Aber ich habe halt nicht auf die Splitter geachtet. Und den einen Starrite im Fullstop Diner, den ich vergessen habe. Das hat es doch kürzer gedauert, als ich dachte. Also falls ihr euch mal eine Aufgabe vor Herausforderungen stellt, müsst ihr nicht machen, um das Spiel durchzuspielen. Man muss nicht alles machen. Die Objektsplitter sind ja auch nur optional und ich habe mal teilweise welche zwischendurch gemacht. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich so schnell durch hatte, weil die Objektsplitter sind ja auch vorhanden. Joaquin? Ich kenne bloß Joachim. Also als Name, aber Joaquin, das ist gerade ziemlicher Fremdkörper ein Name. Vizepräsident, Finanzminister, Steve Chalk. Also ganz, ganz viele Leute haben hier dran gearbeitet.
Nicht so ein Ein-Mann-Produkt wie manche Spiele. Aber irgendwie... Es wurde ja von Fifth Cell gemacht und... Ich glaube, die sind irgendwann... Die sind ziemlich in Finanzprobleme geraten. Obwohl, die wollten noch ein Scribblenauts rausbringen und dann... sind die vorher anscheinend irgendwie pleite gegangen und mussten einen Großteil ihrer Leute feuern. Aber ich habe auf meiner Switch mal nachgeguckt und gesehen, dort kommt bald Scribblenauts Showdown raus. Also vielleicht war Scribblenauts Unmasked nicht das letzte. Du kannst jetzt Maxwells Schwester Lily spielen. Lily. Edgar. Kann ich dich auch spielen, Edgar? Naja. Ich glaube, wir gehen nochmal in das Gebiet zurück, wo wir gerade waren, in die Unterstrichminen. Und dann machen wir nächsten Part dort weiter, als wäre nichts gewesen. In Ordnung? In Ordnung. Man sieht sich.